Und über den Goldpreis spreche ich jetzt mit Günther Luitz von HDV Leimen. Herr Luitz, nach Aussagen des World Gold Council ist die weltweite Goldnachfrage um 12% gesunken. Der Bedarf hat den niedrigsten Stand seit 4 Jahren erreicht. Wie kommen die Zahlen denn bei Ihnen an? Schönen guten Tag, Herr Uhme. Die Zahlen, die ankommen bei den von den Leuten, die sich auch verunsichert sind, das merkt man auch sehr deutlich. Ich meine, wir sind heute beim Goldpreis von 1320 Dollar, die Unze. Und die Goldfrage weltweit ist das Entscheidende, weil die gesunken ist. Aber wenn man speziell die chinesische Goldnachfrage sieht, da sieht man vielleicht unter dem Gesichtspunkt, dass man 55 Jahre lang seit Mao Zedong 1949 Goldbesitzverbot hatte, die jetzt ja wieder dürfen. Und dann sieht man, dass die zur Käufe nutzen, wenn man von 1895 auf 1200 Dollar zurückgegangen ist, haben die Chinesen natürlich angefangen, deutlich zuzukaufen. Und allein im Juni hat man allein 104 Tonnen zusätzlich gekauft und importiert. Das ist ja gegenüber dem Vorjahr allein 150% mehr, die man aus Hongkong importiert hat. Und wenn man die Zahlen sogar für das erste Halbjahr sieht, dann sieht man, dass 518 Tonnen aus Hongkong, also 100% mehr als letztes Jahr, nach China geliefert worden sind. Und dann merkt man sehr deutlich, dass die chinesische Regierung das Ganze heute fördert, dass mehr Gold ins Land kommt. Das World Gold Council, das hofft jetzt auch, dass sich der Goldmarkt eben nach dem Ausscheiden dieser vielen Investoren wieder stabilisiert. Teilen Sie dann diese Ansicht? Nicht nur die Stabilisierung, ich erwarte auch wieder weiter steigende Nachfrage, weil die Unsicherheiten in den Währungen sind noch lange nicht erledigt. Und wenn man darüber hinaus sieht, dass allein China dieses Jahr 1000 Tonnen importieren will und allein Russland letztes Jahr schon 570 Tonnen importiert hat, dann sieht man, wo die Tendenz hinläuft. Und diese Tendenz, diese 1000 Tonnen Import kommen noch dazu, obwohl China nach in der Zwischenzeit Südafrika ja abgelöst hat als Goldimporteur und vor allem Förderer, sieht man, dass zu den 1000 Tonnen Import ja auch noch die eigene Produktion dazukommt und die ist die weltgrößte Produktion geworden. Und dann versteht man, wo dieses ganze Gold in China heute sich positioniert und auch da die Unsicherheiten in die physische Ware stabilisiert werden. Jetzt galt der US-Investor John Paulson ja immer als einer der größten Goldoptimisten. In den letzten Monaten, da hat er seine Investitionen aber drastisch zurückgefahren. Welche Rückschlüsse sollte man als Privatanleger aus dieser Strategie ziehen? Ich denke, man muss erstmal schauen, was ist überhaupt die Basis der Zahlen, die die USA veröffentlichen, muss auch da genauer hinschauen. Wenn man die USA sieht, was die allein in dem BIP gemacht haben, und da hatte man ja erwartet, dass die vielleicht um 0,9% sich erhöhen, dann hat man plötzlich auf einmal 1,4% gehabt. Und dann schaut man genauer hin und wenn man dann hinschaut, wo kommt dieses deutliche Mehrwachstum auf einmal her, dann sieht man, dass man bei den Zahlen auf einmal neu die immateriellen Vermögenswerte neu dazugerechnet hat. Und wenn man so als Normalbürger dann dahin schaut, dann sieht man nicht gleich die Zusammenhänge. Aber diese immateriellen Wirtschaftsgüter sind immerhin in einer Größenordnung neu dazugerechnet worden, wie Schweden im ganzen Jahr als ganzes Land produziert. Und ich weiß nicht, ob bei immateriellen Wirtschaftsgütern, weil man den Namen zum Beispiel wie Apple oder Coca-Cola deutlich bewertet, ob da wirklich was entstanden ist oder ob das nur eine immaterielle bewertete Neuordnung ist. Und dieses muss man dann unter ganz bestimmten Gesichtspunkten wirklich betrachten. Jetzt hat der Goldpreis sich in den letzten Wochen ja auch wieder etwas erholt. Welche Marken haben Sie jetzt im Visier? Wenn man schaut, dass der Goldpreis von den 1200, wo er jetzt war, noch vor kurzem schon wieder sich 10% erholt hat, dann sieht man, dass die physische Ware, der Wert in sich, sich schon wieder sehr stabilisiert hat. Aber entscheidend ist ja, was kommt in die Zukunft. Und in der Zukunft wissen wir, dass die Löhne weiter steigen werden, egal wo Gold produziert wird. Egal wo Gold produziert wird, die Energiekosten steigen und dann wird man sehen, dass man dadurch höhere Kosten hat. Und wir haben im März in der Wirtschaftswoche schon lesen können, wo die Goldpreise der Zukunft hinlaufen werden. Und wir sehen da, dass die Goldpreise der Zukunft bis zum Jahre 2014 von heute 1500 Dollar auf 2100 Dollar, wenn man die Gesamtkostenrechnung sieht, wachsen werden. Und wenn diese Preise erreicht werden, dann haben die Minen Möglichkeiten weiter zu fördern. Wenn nicht, werden einige schließen. Und wenn einige schließen, läuft die Produktion rückwärts. Und wenn die Produktion rückwärts läuft, wird das Angebot knapp. Und knappes Angebot verändert immer die Preise. Günther Luitz, dann besten Dank für das Interview, für Ihre Einschätzung. Herzlichen Dank, Herr Uhme.